kannst du hier holen? Wenn ich insgesamt 3 Punkte in Infanteriedoktrin gesteckt habe. Okay, was machen wir jetzt hier? Oder wir stehen im Moment blöd rum und warten, dass da was passiert. Gehen wir Nordend? Gehen wir Nordend? Alter, ich kann doch jetzt nicht ohne Gewissens Nordend gehen, wenn wir noch eine Burning Crusade in die offen haben. Wir. Atmen, komm schon, atmen. Die ist ja dann immer noch offen. Ja, aber mein Gewissen, komm schon. Gottchen. Guck mal, zunächst trage ich uns mal neu ein, ja? Jetzt hast du unseren Logenplatz kaputt gemacht. Wie viel Erfahrung brauchen wir noch? 350.000. 330.000. Ach du Scheiße. Hm. Let's go north end. Ich bin jetzt ruhig sein. Ich finde diese Kuppe mit den Raptoren voll geil. Ja, toll. Das da, you guys. Das ist ziemlich episch. Ja. Geht dann ruhig mal rein. Ja. Ja. Ja, schnappt euch eine Brise frische Luft. Ja. Und macht dann wieder ruhig. So, ich muss mir erstmal Inventarplatz schaffen. Da mache ich mit. Ich habe so viel Müll hier am Start. Und auch so viele gute Level 70 Items. Es ist zum Hühnermelken. Das stimmt. Irgendwelche Questgegenstände noch, die eigentlich nicht mehr existieren dürften. Ich weiß nicht, was das Missionsziel nochmal bei die Heilung der Welt war. Bei Klonk. Vielleicht so ein Schloss und so zu bauen? Hast du dir gerade ehrlich diese Frage gestellt? Ja. Hoffelkopter. Eisenschmiede und Gilnäherz kann schon mal weg. Wie cool diese Bank ist. Wie das gesichert ist. Erstmal diese fette Tresortür, dann ein Fallgitter dahinter. Dann ist jeder Tresor nochmal einzeln und der dicke Tresor hat selbst nochmal eine Tür. Oh Mann. Und noch ein Fallgitter zu den Schließfächern. Und zu dem auch. Oh Mann. Hier wurde echt nicht gespart. Was das wieder gekostet hat. Ja, alles neu gemacht, weißt du? Als wenn Todesschwinge sich für die Reichtümer interessieren würde. Und als wenn ihnen das auffällt.
Das ist irgendwas Krasses, was man aus der Gildenbank rausnehmen kann. Boah. Mythischer Heiltrag, 21.000. Kann man ab Stufe 80 benutzen, einfach mal so Full Health. Ich weiß nicht. Wen haben wir denn da? Ma'am. Oder wen belästigst du da wieder? Ich hab niemanden belästigt. Ich guck's mir auf Video an. Geh einfach in deine Richtung. Kuja? Boah, haben die eine neue Frisur bekommen? Die war schon so. Oder weißt du, wenn man so dran zoomt und so ein bisschen so leicht von oben guckt, sieht so aus, als, wie soll ich sagen, hätte ihre Kleidung dieselbe Farbe wie ihre Hautfarbe. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, whatever. Böse Scooby. Wer hat mich denn jetzt auf die Idee gebracht? Die Idee, Scooby? Scooby? Meinst du das ernst? So, da ist schon ziemlich viel Platz jetzt. Ich check es nicht, warum die Inne nicht kommt. Will die echt keiner machen? Oder willst du sie denn machen? Ich will sie machen. Ah. Sie nicht machen. Hä? Oh. Scooby. Ich koche vor Wut, ne? Ne, nur das ist weiß. Gut. Wir haben ein Schiff zu erwischen. Hast du dir Kaltwetterflug gekauft? Nein. Machst du aber noch. Hast du es gekauft? Die Diskussion wird nicht enden, you guys. Ja, dann nehme ich halt kein Geld dafür. Du nimmst kein Geld dafür? Oder was verkaufst du da? Dann nicht deinen Körper? Und wenn doch, warum nimmst du kein Geld dafür? Ich habe es erst mit Geld probiert. Was ist schiefgegangen? Und
So kalte Wetterflug. Ja, Fleckeflug. Ich habe nur noch 70 Gold. Ich habe nicht den Flug hier gekauft. Aber du hast. Ja, du hast. Was möchtest du denn damit sagen? Du hast. Du hast. Gelitten. 3 Wochen lang. Das ist eine lange Zeit. Das heißt, deswegen ist doch gut, dass wir Nordend gehen. Du? Na, Scooby. Scooby. Tsch, tsch. Tsch. Selber tsch. Ich will sagen, Scooby, du hattest also mehr Gold als ich. Und jetzt kommt die Frage. Woher? Keine Ahnung. Scooby. Tell me. No clue. Vielleicht, weil du wieder Auktionshausinvestitionen getätigt hast? Nein, oder so? Und wo die Gewinne im Briefkasten abgelaufen sind? Im Wert von, sagen wir mal, 200 Gold? So schön. Oh Gott, wie sie noch leiden. Aha. Okay, welches ist unser Schiff? Der Dampf. Betriebene Kraken? Er kommt noch nicht. Jupp, der kommt da. Schade. Dun 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 dun. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, ja. Die gute ist, gegen dein Asthma gibt es ein Mittel. Die schlechte ist, liegt hier bei mir. Und ist alt. Das ist super scheiße. Du weißt, innerhalb von einer Minute brauchst du dein Zeug, um wieder klar zu kommen, sonst bist du tot. Dann hörst du es nicht bei, ist woanders. Ich meine, versuchst du da noch zu mir zu rennen? Oder denkst du schon darüber nach, okay, jetzt sterbe ich. Man stirbt das, halt davon nicht. Das war's also. Natürlich stirbt man davon. Mit einem Asthmaanfall? Sicher. Wenn du nie Hilfe kriegst? Ja, komm. Ja, glaubst du, wenn du ja jetzt da abkackst, rufe ich irgendwen an? Ich glaube schon. Na, das könnte sein. Ich glaube, ich würde mein Handy nehmen. Zur Karre laufen und in der Fahrt zu dir Krankenwagen rufen. Boah, das ist lieb. Außer ich muss erst zu so einer Tankstelle und dann Rande der Stadt. Aber ich glaube, selbst dann würde ich so weit fahren, wie es noch geht. Ja, das müssen wir überhaupt mal sagen, ne? Wie das eigentlich war, als wir. Na, das müssen wir nicht sagen. So, das war nämlich so. So viele Tankstellen hat die Stadt nicht. Wir erinnern uns ja. Dass wir zu X-Pert gefahren sind, um das Spiel Camino of Heroes zu kaufen. So. Und wir sind ja eine Minute zu spät gekommen. Und jetzt kommt's. Und dann kam Komet und ist eingeschlagen in meinen